Warnung, ihr werdet mich in diesem Video fast nicht sehen, bis auf jetzt. Macht euch darauf schon mal gefasst. Es ist sein Gesicht, die ganze Zeit. Okay, und jetzt viel Spaß mit unserem Video. Ihr wisst, was es heißt. Politik. Ah, au. Lampe. Die Situation in Deutschland ist, sagen wir, angespannt. Jeder wird Hanau mitbekommen haben, aber es ging fast schon ein bisschen unter, dass kurz davor eine Terrorzelle hochgenommen wurde und scharfer Sprengstoff in einem KZ gefunden wurde. Also die Situation ist verständlicherweise sehr angespannt. Aber Menschen sind sehr gut darin, mit dem Finger auf andere zu zeigen, um Schuld zu verteilen. Und auch wenn es natürlich Schuldige geben wird, geht die wichtigere Frage meist unter. Wie lösen wir das Problemchen? Problemchen? Mit einem Löffelchen vielleicht? Oh Gott, kennst du die Löffeln noch? Die Nazis und schießen sie woanders hin. Tod bei Katastrophen. Die Simpsons schon, funktioniert nur bei Alkohol. Es ist natürlich wichtig, dass Polizei und Spezialeinheiten mit aller Härte gegen so etwas vorgehen, aber was macht man als Gesellschaft? Wie schafft man es, diese Gedanken aus der Society rauszuleachen und mit dem Löffel irgendwo anders hinzuschießen? Diese Löffel-Anekdote funktioniert immer. Wir möchten jetzt nicht so tun, als hätten wir die ultimative Lösung, aber wir finden dazu die Geschichte von Daryl Davis sehr interessant, weil sie hat uns sehr zum Nachdenken angeregt. Da haben wir Coldplay direkt auf 11 gedreht. Oh. Oder so. Mit Fernbedienung. Ja, je nachdem, was ihr habt, ne? Ich möchte es halt nur symbolisch. Egal. Denn durch seinen Einfluss haben 40 bis 60 Leute direkt, beziehungsweise bis zu 200 Leute indirekt, den Ku Klux Klan verlassen. Und zeitweise war dadurch der Ku Klux Klan in Maryland komplett weg. Und man muss heute hier vielleicht erwähnen, er ist schwarz. Deswegen ist es was Besonderes. Weil es ist sowas Besonderes, aber man würde es nicht erwarten. Aber wie hat er das geschafft? Storytime. Als Sohn eines Regierungsbeamten ist er durch die Welt gereist und war immer auf internationalen Schulen untergebracht, wo halt die Ethnien sehr durchgemischt sind. Dadurch hat er erstmal keine Erfahrung mit Rassismus gemacht. Dann aber, als er 10 Jahre alt war. Ja. Zog er zurück in die USA und ist den Pfadfindern beigetreten und da war er der einzige Schwarze. Wir kennen uns jetzt nicht so mit Pfadfindern aus, aber die haben anscheinend so Paraden, wo sie so laufen mit Flaggen und so. Amerikaner-Sachen halt. Ist nicht wie Karneval, ist nicht so kacke. Es ist weniger Alkohol im Spiel, glaube ich. Ja, müsst euch vorstellen, sind da die ganzen Kinder und er war halt das einzige schwarze Kind. Und dann ist es passiert, dass eine Gruppe von Kindern und Erwachsenen anfing, Steine und Flaschen auf ihn zu schmeißen und halt seine anderen Pfadfinderkollegen kamen, um ihn zu beschützen und er hat erstmal überhaupt nicht verstanden, warum und ging davon aus, dass sie einfach die Pfadfinder hassen. Ja, oder dass er kacke die Flagge gehalten hat. Also richtig kacke. Boah, wie hältst du, kannst du mal, wie würdest du in Deutschland Flagge halten? Perfekt. Ich meine, damit könnte ich dich erstechen. Ja, würde gehen. Zu Hause angekommen, haben seine Eltern halt dann davon erfahren und haben sich mit ihm hingesetzt und ihn halt erklärt, was Rassismus ist. Und das wundervolle, naive Gehirn eines Kindes hat erstmal gar nicht geglaubt, dass es wirklich existiert. Es hat für ihn einfach keinen Sinn ergeben, dass ihn jemand hasst, nur aufgrund seiner Hautfarbe, obwohl er ihn gar nicht kennt. Und zugegebenermaßen ergibt es ja auch keinen Sinn. Im Laufe seines weiteren Lebens hat er natürlich dann bemerkt, dass Rassismus real ist. Das war ja dann auch zur Zeit von Martin Luther King und es ging nicht an ihm vorbei. Aber naja, die Frage aber, warum er gehasst wird, obwohl man ihn gar nicht kennt, hat ihn dann sein Leben lang weiter verfolgt, weshalb er sämtlich verschiedenste Bücher durchgelesen hat. Auch die nicht so netten Bücher von zum Beispiel diesem einem Österreicher, dessen Kunstkarriere nicht so richtig geklappt hat, weshalb er was anderes gemacht hat, wie wir alle wissen. Als Daryl dann ein großer Daryl war, war er professioneller Musiker geworden und trat eines Tages mit seiner Band in einem Lokal auf, was sagen wir eher von Weißen besucht wurde und er war auch in der Band der einzige Schwarze. Das ist irgendwie so ein Schema. Nach dem Auftritt hat er sich an die Bar gesetzt und dann kam ein Typ zu ihm und meinte, hey, ich habe noch nie einen Schwarzen gehört, der so musizieren kann. Und er als professioneller Musiker, der sich natürlich mit schwarzen Musikern intensiv auseinandergesetzt hat, war so, what? Und dann hat sich im Weiteren herausgestellt, dass dieser Typ noch nie in seinem Leben so mit einem Schwarzen saß und geredet hat, worauf er so war, what? Worauf der Typ die Erklärung gab, er ist Mitglied im Ku Klux Klan. Du hast gespuckt. Das mögen die Leute nicht. Das schreiben sie in die Kommentare, du spuckst zu viel. Aber dann regt das für Kommentare an, das ist doch gut. Daryl hat das erstmal nicht geglaubt, aber im weiteren Gespräch, es war halt wahr. Und die haben dann tatsächlich die Nummern ausgetauscht, damit Daryl sich melden kann, wenn er in der Bar nochmal auftritt, damit der Typ seine Clan-Freunde mitbringen kann, um den anderen zu zeigen, hey, guckt euch diesen Schwarzen an, wie toll der musizieren kann. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Ich finde das schon an sich sehr skurril, dass du dich bei einem Clan-Typen als Schwarzer meldest von wegen, hey, ich trete auf, nehme deine Freunde mit. What? Dann kam Daryl auf die Idee, dass er über den Typen ja den Kontakt zum Clan-Anführer kriegen könnte, um ein Interview mit ihm zu führen. Weil es noch nie zuvor ein Interview gab, wo der Interviewer ein Schwarzer war. An sich ein nicht so ungefährlicher Gedanke. Aber nach langen Einreden auf den Typen hat er tatsächlich die Nummer bekommen. Seine Sekretärin hat dann ein Interview mit dem Typen ausgemacht und dabei mit Absicht nicht erwähnt, dass Daryl ein Schwarzer ist. Sie haben sich in einem Hotel getroffen, wo es dann so war, dass die Sekretärin die Tür geöffnet hat, eine Weiße. Und erst nachdem der Typ den Raum betreten hat, mit seinem Bodyguard gesehen hat, dass Daryl ein Schwarzer ist,
ist, was ihn sehr überrascht hat, aber das Interview hat tatsächlich stattgefunden. Es war wohl etwas angespannter. Es gab vorher eine Situation, wo sich beide fast angesprungen haben wegen einem Geräusch, was irgendwie verursacht wurde, aber... Durch eine Eismaschine oder sowas war das? Das Eis, was geschmolzen ist, wohl zusammengerutscht und beide waren so unbekanntes Geräusch, das ist Gefahr und wollten sofort zuschlagen und dann waren aber so, warte mal, was? Das Geräusch ist gar nicht von dir, was? Auch nicht von dir? Lass mal beste Freunde werden. Nein, nicht ganz so, aber sie haben halt dieses Interview geführt und Daryl hat ihn danach zu sich nach Hause eingeladen. So, von wegen, komm mal vorbei und lass mal zusammen essen. Und das hat dieser Clan-Anführer tatsächlich gemacht. Und er fing dann an, regelmäßig zu Daryl nach Hause zu kommen und abzuhängen. Anfangslich immer noch mit seinem Bodyguard, der irgendwann, ja... verpufft ist. Ja, und vor allen Dingen er am Anfang noch angespannt war und irgendwann halt so war, ja okay, mein Boss geht zu Daryl, ist ja normal. Und nach einiger Zeit kam dann die Idee auf, dass er Daryl mit zu einem Clan-Meeting mitnimmt. Also ist Daryl Davis als Schwarzer zu einem Kuckucks-Clan-Treffen gegangen. Und was hat er da gemacht? Fotos auch, aber er hat sich mit noch mehr Clan-Leuten angefreundet. Er ist ja dann nicht dahin gegangen und hat auf die Leute eingeredet, sondern wie er sagt, viel mehr zugehört und dann versucht, gegen zu argumentieren, mit sich als Beispiel, weil sie waren natürlich von wegen, Schwarz ist ein Kriminell und arbeitslos etc., aber er war nie arbeitslos, er war nie kriminell. Und eine Geschichte, die er erzählt ist, dass ein Typ ihm gesagt hat, Schwarze haben ein Gen in sich, was sie kriminell macht und das wäre bei Daryl nur noch nicht ausgebrochen. Worauf er gekontert hat, Weiße haben ein Gen in sich, was sie zu Massenmördern macht und er soll ihn doch mal einen schwarzen Massenmörder nennen. Es gibt sehr viele weiße Massenmörder. Und das hat dem Typen dann zum Nachdenken gebracht. Und wie gesagt, sehr viele Leute haben dann nach und nach den Clan verlassen. Der Anführer hat dann auch irgendwann den kompletten Clan aufgelöst und ihnen auch seine Robe geschenkt. Also Daryl hat verschiedene Clan-Roben, die er in einem Museum präsentiert oder präsentieren will. Ich weiß nicht, ob dieses Museum schon existiert, aber das ist der Plan. Daryl predigt jetzt halt, dass Unwissenheit und Ignoranz Angst erzeugen. Angst erzeugt Hass und Hass führt zu Zerstörung. Also Daryl ist quasi Yoda in nicht so klein und nicht so grün und mehr musizierend. Und was halt hilft, ist Aufklärung, Bildung und vor allen Dingen der Dialog. Du kannst halt niemanden zwingen, seine Ideologie oder sich selbst zu überdenken. Das kann er nur selbst. Nur du selbst kannst dich ändern. So kitschig alles. Wir haben auch schon Yoda. Aber als Außenstehender kannst du natürlich Denkanstöße geben, Argumente. Wenn du aber zu hart dabei bist und es denen vom Kopf stößt, dann wird man nur bockig. Dann will man halt unbedingt beweisen, dass man recht hat. Weil dann geht es ja nur noch ums Gewinnen. Es geht nicht mehr um die Sache an sich. Wir wollen euch jetzt natürlich nicht sagen, geht los und quatscht irgendwelche Glatzköpfe an, ob sie Nazis sind und ob sie eure Freunde werden wollen oder so. Man muss, glaube ich, schon Daryl Davis sein, um sowas zu machen. Und sehr charismatischer Mensch allgemein. Das Problem ist eher, dass die Menschen immer mehr in diese Für- oder Gegen-mich-Mentalität reinrutschen. Sie suchen förmlich nach Gründen, um jemanden als Feind zu erklären, weil sie denken, dass sie irgendwas erreichen, wenn sie jemanden als Feind entlarven und ihn dann quasi auch nur noch als Feind betrachten. Das führt ja dann dazu, dass Leute teilweise ihre eigene Oma auf eine Blockliste hauen, weil sie irgendwas gesagt hat, was ihnen nicht passt. Ich mag Karneval. Freundschaften werden gekündigt und Personen des öffentlichen Lebens gecancelt. In Kleinigkeiten. Und so drücken sich alle gegenseitig in Ecken. Oh, du bist für ein Böllerverbot? Bist du wohl ein linksgrün versiffter Kommunist und möchtest alle Menschen nach Gulag schicken? Oh was, du denkst, europäische Grenzkontrollen haben ihre Daseinsberechtigung? Dann bist du wohl ein Nazi und möchtest alle ins KZ schicken? Wenn du Leute in eine Ecke drückst, darfst du dich nicht wundern, dass sie dann auch in dieser Ecke landen. Eine Sache, die das bestätigt, aber Leute nicht gerne hören, sind Geschichten von ehemaligen Nazis und das gleiche ist auch bei Dschihadisten oder Allgemeinextremisten. Es sind immer Geschichten von Leuten, die ausgegrenzt wurden, die sich nicht als Teil der Gesellschaft fühlten, die dadurch Hass in sich aufgestaut haben. Und dann kommt halt irgendjemand und sagt ihnen, deine Herkunft macht dich zu was Besseren oder dein Glaube macht dich zu irgendwas Besseren und gibt ihnen ein Feindbild und beeinflusst sie dann halt zu teilweise sehr, sehr schlimmen Dingen. Weil wenn du nicht mehr mit deinen Freunden, deiner Oma oder Dieter Nuhr redest, dann macht das vielleicht jemand anderes und der hat nicht so gute Sachen im Kopf. Und hier muss man auch eine Sache ganz klar sagen. Wir predigen ja Dialog und Protest ist eine Form des Dialogs. Wir sagen jetzt nicht nur Kaffee und Kuchen trinken, es ist ja alles nicht nur so schwarz-weiß. Es ist ja alles so, weißt du, mal musst du laut sein, mal musst du ruhig sein, so wie beim Sex. Weil wenn du Leuten nicht widersprichst, denken sie, alle würden ihnen zustimmen. Aber um jemanden wirklich widersprechen zu können, musst du erstmal zuhören, um zu wissen, was er sagt. Und dann kannst du auch wirklich gut gegenargumentieren. Weil das, was überzeugt, sind bessere Argumente. Und die Argumente von Rechtsextremisten und Allgemeinextremisten sind meistens ziemlich scheiße. Du kannst es ziemlich gut widerlegen. Was aber viele machen, ist einfach nur mit Strohmännern um sich herfeuern. Also sie unterstellen Sachen, die die Person gar nicht denkt oder sagt, weil sie gewinnen wollen. Für viele heißt Demokratie nur Demokratie.
Demokratie, wenn ihre Seite gewinnt. Dabei ist das A und O einer Demokratie Kompromisse und Dialog und man, weißt du, man einigt sich und findet eine Regierung in Thüringen, die irgendwie was macht, anstatt sich einfach nur ganz, okay, ist was anderes, aber vielleicht kennt ihr das Prinzip so, ne? I love democracy. Ja, unsere Parteien zeigen gerade nicht wirklich, das sind nicht gute Vorbilder, aber wir können es ja besser machen. Also die Botschaft dieses Videos ist, zuhören, argumentieren, kritisieren, protestieren und zwar zu allen Themen, weil es gibt viel Schwachsinn momentan, aber gewisse Themen wollen die Leute nicht kritisieren, weil sie Angst haben, dann in eine gewisse Ecke gedrückt zu werden. Allerdings überlässt man damit dann diese Themen den Extremisten, die sie dann nutzen, um Leute zu rekrutieren, dass dann nur die absoluten Pro- und die absoluten Kontra-Leute da sind und nicht die in der Mitte, die Space Fox. Wir sind die wahre Mitte, CDU, ja? Nein, wir sind nicht die Mitte. Wir sind das zwischen Ning und Yang. Wir sind irgendwas, scheißegal. Vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber das ist das, was wir aus dieser Daryl Davis-Geschichte machen, die halt wirklich sehr faszinierend ist. Falls ihr ihn nochmal reden hören wollt, haben wir seinen TED-Talk und seinen Podcast mit Joe Rogan unten in die Infobeschreibung reingerückt. Genauso ein Interview von Leroy Matata mit einem ehemaligen Nazi, was auch sehr interessant ist, um einfach mal zu verstehen, wie es dazu kommt, dass jemand so eine Ideologie verfällt. Verstehen und zuhören, es ist Bildung. Das ist alles sehr interessant. Ich habe das Gefühl, wir wiederholen uns seit fucking 10 Jahren. Und auch schon die letzten 10 Minuten. Ja. Schaut euch mehr Videos an, wenn ihr das noch wollt. Und bis dahin, guten Sex.